Noch 3 Kilometer bis zum Parkplatz. Das schaffen wir. Aber locker. Cornelia Horn nimmt uns mit auf ihrem Lieblingsweg durch den Odenwald. Immer mit dabei hat sie ihre Drohne. Wir sind in Erbach, genauer gesagt in Erbach-Bullau, und starten unsere 10 Kilometer lange Runde von einem Wanderparkplatz aus. Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Ich könnte mir nicht vorstellen, in einer Großstadt zu leben. Und ich liebe das sehr, dass man aus dem Haus geht und mit wenigen Schritten im Wald ist und draußen in einer wirklich wunderschönen Landschaft. In der sich die gebürtige Sächsin gut auskennt. Und hier gibt's einiges zu entdecken. Wo Waldameisen zu finden sind, kann man davon ausgehen, dass die Natur intakt ist. Und wenn man seine Hand so flach drüber hält, empfehle ich aber nicht jedem, wird es warm, weil die Ameisen Ameisensäure hochspritzen. Und wofür ist das gut? Das ist nicht gut. Es ist einfach nur ein Versuch. Ja, gut. Wir bewegen uns weiter auf Gelände, wo schon Naturkünstler unterwegs waren. Wir sind hier im Dreiländereck, Hessen, Bayern, Baden-Württemberg. Und das gibt... Das ist nicht weit von hier, auch ein Dreiländerstein. Da kann man mit einem Bein in Hessen, mit anderen in Bayern stehen und die Hand in Baden-Württemberg haben. Das ist dann die Twister-Variante des Odenwalds. Auf unserem Weg kündigt er sich an, der hellrote Sandstein, typisch für diese Gegend und 200 Millionen Jahre alt. Wir biegen jetzt links ab ins Felsenmeer, ins Ebersberger Felsenmeer. Und das ist die Stelle, wo Rotkäppchen dem Wolf begegnet ist. Sehr schön. Ob wir ihm auch begegnen? Felsenmeere, so wie das hier, wo das Gestein an die Oberfläche kommt und aussieht, als hätte das jemand hier hingeworfen. Die gibt es im Odenwald viele. Aber das hier ist mein Lieblingsfelsenmeer, weil es so verwunschen und romantisch ist. Es fühlt sich fast so an, als ob Rotkäppchen ganz in der Nähe sein müsste. Vielleicht finden wir sie ja noch. Cornelia Horn bleibt zuversichtlich, aber... Auch hier ist Rotkäppchen nicht zu finden. Och, na gut, dann jetzt aber weiter zur nächsten Attraktion, zu einem einzelnen, ganz besonderen Stein. Den Rutschstein, wenn man hier ist, den muss man unbedingt gerutscht sein. Naja, besonders schnell ist es nicht. Mit Steinen kennt Cornelia Horn sich aus. Sie hat Agrochemie und Bodenkunde studiert und das in Moskau. Ich habe das gemacht, weil ich das Ungewöhnliche gesucht habe. Und das geht mir auch heute noch so, dass ich Ideen anfange umzusetzen und dann zwischendrin denke, oh je, was hast du dir hier bloß wieder ausgedacht? Den Lieblingsweg nach Bullau zum Beispiel. Mit 515 Metern ist Bullau der höchstgelegene Stadtteil von Erbach. In dem idyllischen Dorf bekommt man so richtig das Gefühl von Bergurlaub. Jetzt wird's ernst. Jetzt gehen wir in den Eutergrund. Hier in dem Weiler, nahe der bayerischen Grenze, erkundet sie die Gegend aus der Vogelperspektive. Und wir drehen jetzt nochmal im Kreis und sehen Wald. Einmal einen Blick über die Bäume. Ein Bild, das man sonst nicht bekommen würde. Und ich habe jetzt gedreht. So, und wir lassen die Drohne wieder landen. Die Drohne ist nicht nur für Sie eine Attraktion. Für mich war das eine Riesenüberraschung. Die Drohne hat mir mein Mann zu Weihnachten geschenkt. Und ich war sofort Feuer und Flamme. Und nun geht es abseits der vorgeschriebenen Route weiter. Das wird etwas abenteuerlich, denn der Weg ist nicht stark begangen. Eine Abkürzung soll uns zum letzten Highlight unseres Ausflugs bringen. Hoppla. So, jetzt. Da entlang. Wir nähern uns dem Bullauer Bild, einem Kulturdenkmal aus dem 16. Jahrhundert. Ich finde, es ist einfach ein geheimnisvoller Ort.
Ich stelle mir dann immer vor, wie das früher hier zugegangen sein muss und was das für die Menschen früher bedeutet haben muss. Früher war der Bildstock in einer Buche eingewachsen. 2012 musste der Baum gefällt werden, aber das Denkmal wurde neu hergerichtet. Wir gehen jetzt zum Parkplatz. Unser Kreis hat sich geschlossen. Wir folgen einer alten Straße und so besinnlich treten wir den Rückweg an. Ich muss da noch mal nachschauen, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Es waren 11. Die magische Zahl. Na, vielen Dank, Cornelia Horn, fürs Mitnehmen und auf Wiedersehen auf den Lieblingswegen in Hessen.